jetzt hier am See, am Laacher See. Das ist nicht nur der größte See von Rheinland-Pfalz, sondern auch ein See vulkanischen Ursprungs. Es gab hier wohl einen riesigen Vulkanausbruch, der das Ganze hier hat entstehen lassen. Also zur Einordnung, das ist in der Vulkaneifel, das heißt, das ist alles vulkanischen Ursprungs hier. Und ja, das Ganze ist nicht nur vulkanisch aktiv gewesen, sondern ist es auch immer noch. Das heißt, rein theoretisch wären hier immer noch Vulkanausbrüche möglich. Und es gibt hier sogar eine Stelle, wo man die vulkanische Aktivität noch sehen kann. Und zwar in sogenannten Mofetten. Das sind Stellen, an denen Gas an die Oberfläche tritt, und das sieht man am See hier natürlich ganz gut. Und da bin ich mal auf dem Weg dahin, in der Hoffnung, dass man das dann auch wirklich sehen kann. Ja, und wenn noch etwas Zeit bleibt, das weiß ich noch nicht genau, je nachdem, wie lange ich jetzt hier runter brauche, gibt es auch noch eine Stelle, wo man das mit dem vulkanischen Ursprung auch ganz gut sehen kann. Aber das schaffe ich nur vielleicht. Ja, das waren eben die Mofetten, und man hat, denke ich, ziemlich beeindruckend gesehen, wie da das ganze Gas rausströmt. Ist aber so schwer zu finden, weil die nicht richtig markiert sind. Also man muss genau gucken. Ich weiß auch nicht, wie lange man sich da sicher aufhalten kann wegen den Gasen. Ich bin jetzt gerade in Rüdesheim und war mal wieder auf einem Kreuzfahrtschiff, der MS Carmen. Ja, wie üblich, wenn euch das Schiff interessiert, es wird demnächst, ich kann es noch nicht versprechen, wann, es kann noch ein Weilchen dauern, aber ich werde es auf jeden Fall auf Instagram hochladen, auf The Cruise Vibes. Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und am Ende vom Video. Und ja, als ich am 30. Dezember hier war, da hatte ich ja versprochen, mal zum Niederwalddenkmal hochzufahren, konnte es aber nicht machen, weil dann ich ein technisches Problem im Auto hatte und schnellstmöglich heim wollte. Jetzt ist aber alles gut, das Wetter ist wunderbar, also es ist wirklich extrem heiß heute für Mai, eigentlich zu heiß, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, deswegen fahre ich da jetzt auf jeden Fall, bevor ich nach Hause fahre, nochmal schnell nach oben und guck mal, wie die Aussicht von da oben ist. Ja, ich muss es mal wieder verschieben mit dem Niederwalddenkmal, aber wenn man dort oben parken möchte, muss man pauschal irgendwie 4 oder 5 Euro zahlen, und das ist mir doch ein bisschen viel Geld, um da jetzt mal kurz eine Viertelstunde zu gucken, wie der Ausblick ist. Deswegen werde ich vielleicht mal irgendwann mit der Seilbahn hochfahren, es dann auf die richtig touristische Art und Weise machen, wie es sich wirklich lohnt.
Und deswegen fahre ich jetzt nach Hause und stehe jetzt erstmal hier am Bahnübergang. Bye.